ich bekäme ein Buch und es wird mir gar nicht gefallen und ich würde jetzt voll drüber herziehen, also mache ich in der Regel nicht, aber es gäbe ja so Menschen vielleicht, und die würden es dann online als Trainer, als Coach bewerten da und negativ bewerten, muss der dann vorab dem Autor, dem Verlag das mitteilen oder? Nein, natürlich nicht. Das ist, du kannst dir Bücher kaufen und du kannst deine freie Meinung über dieses Buch äußern, und wenn diese Meinung verheerend ist für den Autor, dann muss er damit leben können. Das ist nämlich in Artikel 5 unseres Grundgesetzes geregelt. Das ist die freie Meinungsäußerung. Und die ist geschützt vom Staat. Die ist eins unserer stärksten Säulen des Rechtssystems. Und insofern darf jeder seine Meinung frei äußern, was schwierig wird, wenn man so ein Buch in die Kamera hält, so ein Cover einfach in die Kamera hält. Denn schon das Cover ist urheberrechtlich geschützt. Bei Buchrezensionen aber ein häufiger Fehler. Mir war das jetzt egal, könnte jetzt der eine oder andere sagen, man macht das häufiger, das ist mit dem Verlag abgestimmt, dass man das darf. Bei meinen eigenen Covern, aber mit fremden Covern ist es eben nicht möglich, die ohne weiteres dann ins Bild zu halten. Okay. Auch nicht, wenn auf der Seite dann tatsächlich jeweils unter Pressefotos zum Beispiel das abgebildet ist. Wenn die Seite sagt, das ist ein Pressefoto, dann muss man definieren, wer ist Presse, für wen ist das bestimmt. Wenn man das auf sich runterbrechen kann und sagen kann, ja, das ist ein Foto, was für mich bestimmt ist, darf man es auch verwenden. Ja, das wohl. Ja, ich würde mir jetzt noch unter Presse zählen in dem Fall, aber es geht ja auch um die, die vielleicht sonst gar nicht online unterwegs sind, ja, sondern nur in Anführungszeichen Seminaren. Ja. Und hat es mit Monetarisierung auch zu tun oder nicht? Da noch ein Hinweis direkt an dem Punkt. Ja. Pressefotos sind dann aber auch nur für Presse zu verwenden, weil die wollen das zu Pressezwecken. Ein Coach kann nicht die Pressefotos nehmen, denn er nimmt das nicht im Rahmen der medialen Berichterstattung. Das ist vielleicht doch ein guter Hinweis, der noch erwähnt sein sollte. Als Screenshots? Darf er Screenshots verwenden stattdessen? Leider nein. Ist auch nur Urheberrechtsverletzung. Es sei denn, wieder das Gleiche, ich möchte daran etwas demonstrieren. Ich bin Coach für Webdesign. Ja. Und ich möchte demonstrieren, wie Seiten optimal aufgebaut werden, wie ein Rot mit einem Blau kombiniert wirkt. Und wenn ich dann das beschreibe und dann einen Screenshot habe, dann ist das wieder korrekt, dann habe ich ja dieses Zitatrecht, was das rechtfertigt. Okay. Und die Covers, also die sind immer sehr sensibel, allein wegen der Rechte der Fotografen oder der Designer gegenüber wahrscheinlich, oder? Genau, normalerweise liegen die Rechte mittlerweile beim Verlag und normalerweise wird der Verlag nichts machen. Verreißt du aber das Buch, sucht der Verlag nach Möglichkeiten, dass diese schlechte Rezension wieder rauskommt, und dann wäre das Cover der erste Ansatzpunkt, wo man sagt, naja, das ist illegal hier. Okay, also da wird dann auch noch nach Gründen gefischt sozusagen, den anderen. Ja, trotzdem leider, ja. Das gegenseitige Augen aushacken sozusagen. Vielleicht, ja. Macht das einen Unterschied, ob das monetarisiert wird oder nicht, also ob das mit Geld verbunden ist oder nicht? Nein, in der Regel macht das keinen Unterschied. Auch private Nutzung ist illegal, wenn man es im Netz eben weiterverbreitet, solche urheberrechtlich geschützten Werke. Das haben wir zuletzt gemerkt bei den massiven Tauschbörsenabmahnungen in Deutschland, 1000 Tauschbörsenabmahnungen, das war ja auch alles privat, trotzdem waren die Leute nachher dran. Okay. Und was dann auch noch innerhalb von einem Seminar natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass manchmal Dinge besprochen werden, die dann zu hinterfragen sind und die vielleicht auch widerlegt werden. Darf er das? Also er darf meinungsmäßig, darf der Trainer eigentlich alles sagen, oder? Genau, das kann man. Um mal festzumachen, weil das war eine Frage, die ich häufig jetzt reinkriegt habe, die dann gesagt haben, okay, wie ist das? Es gibt dann so, und das ist die Lehrmeinung und wir sind absolut dagegen und gehen wir da ein Risiko ein? Nein, da geht man kein Risiko ein. Das wäre ja noch schöner, wenn man so Meinungen nicht fortentwickeln könnte. Dann gäbe es immer eine Meinung, die wäre fest und keiner könnte was dagegen sagen. Nein, das ist durchaus so gewollt. Das ist Teil der Meinungsfreiheit. Schwierig wird es immer dann, wenn man plötzlich Tatsachenbehauptungen aufstellt über Sachverhalte oder andere Personen, die nicht wahr sind. In Presse ist das oft so, der ist jetzt mit dem zusammen oder die gehen ins Bett oder so. Das ist jetzt im Coaching-Bereich, ja, weiß ich nicht, ob es da Dinge gibt, wo man sagen kann, es ist wahr oder es ist unwahr. Eher nicht, eher sind Grenzen oft fließend. Wenn man sagt, das ist die beste Methode, dann ist es eine Meinung schon wieder. Ne? Also es geht da weniger um Tatsachenbehauptungen als vielmehr
dass man sich einer guten Methode oder einer erfolgreichen Methode nähert. E-Mail-Marketing. Wo sind da die Fallstricke? Worauf muss ich da achten? Gibt es sowas wie Double-Opt-In-Pflichten? Gibt es sowas wie, darf ich mal von anderen Leuten gegen ihren Namen beim Gewinnspiel, also Gewinnspiel ist dann ein separates Thema, aber es geht ums Adressensammeln. Was ist legal, was ist nicht legal? Also generell kann man auch da sagen, derjenige, der seine Adresse herausgibt, der muss informiert werden, weswegen er später wieder kontaktiert wird. Und wenn du jemandem Werbung zusenden willst, dann musst du ihm das vorher ordentlich mitteilen und er muss in Ordnung. Naja, das kann ja ein Coachingbrief mit informativem Charakter sein. Ja, klar, das kann ein Coachingbrief, aber das ist egal, das ist Werbung, genau, das ist ganz, ganz klar. Und wenn du sagst Brief, ist es kein Problem. Per Post kannst du zuschicken, was du willst. Dafür gelten diese Regeln nicht. Wenn man sagt, Post ist so teuer, da wird keiner tausende Briefe rausschicken. Aber das ist so ein Tipp, den man geben kann, wem das zu heikel ist, jetzt Leute zu kontaktieren, die er vorher nicht gefragt hat und wer auch weiß, dass es illegal ist. Der kann einfach per Post die Sachen rausschicken. Ansonsten brauche ich in irgendeiner Weise das Einverständnis, optimalerweise per Double Opt-in, weil ich dann nachher in einem Prozess nachweisen kann, dass auch wirklich diese Person dort sich angemeldet hat. Ansonsten gibt es die Behauptung, mich hat hier jemand Drittes eingetragen, wenn es kein Double Opt-in gibt. Und das ist dann das Problem desjenigen, der hier E-Mail-Marketing machen will. Okay. Und dann gibt es ja noch andere Fallstricke, dass man zum Beispiel, was ich weiß, auch jedes Mal die Option bieten muss, jederzeit auszusteigen aus der Liste. Das Impressum reinschreiben. Genau, ich muss jederzeit die Möglichkeit haben, die Opt-out-Möglichkeit, wer also diese Nachricht nicht mehr bekommen will, muss auch wieder raus können. Ich muss demjenigen... Ich kriege regelmäßig Mails, wo das nicht der Fall ist, deswegen sage ich es gerne dazu. Ja, das kriege ich auch und ich kriege auch Mails, wo drin steht, tragen Sie sich hier aus und man kann sich trotzdem nicht austragen. Ja. Das kann man alles angreifen, die kann man alle abmahnen, da ist man dann ziemlich beschäftigt mit, ja. Ja, an deiner Stelle natürlich sowieso, nachdem das ja dein Job ist, ja. Dann, ja, das stimmt. Ja. Eine Lebensaufgabe, ja, dieses Recht durchzusetzen. Ja. Absolut, ja. Und ein sehr, sehr, sehr essentielles und wichtiges Thema auch für das Engagement innerhalb von sozialen Medien auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite für das eigene Marketing und für die Bindung der Leser, der Kunden, der Zuseher, was auch immer, sind Gewinnspiele. Was ist da zulässig? Worauf sollte man da achten? Gewinnspiele scheinen mehr Probleme zu bringen als Nutzen häufig. Also ja, man muss schauen, wo man die Gewinnspiele veranstaltet. Es gab in der Vergangenheit... Also sagen wir Blog, Facebook und die restlichen Medien sind eigentlich nicht so streng geregelt, soweit ich weiß. Es sind eigentlich die beiden... Also auf Facebook gab es strenge Gewinnspielrichtlinien, da hieß es, Gewinnspiele dürfen nur in einer gewissen, von Facebook vorgegebenen Art und Weise durchgeführt werden. Gewinner dürfen nicht per privater Nachricht kontaktiert werden. Das waren alles Vorgaben von Facebook, die auch ständig übrigens angepasst werden. Da muss man mal einmal vorher googeln, Gewinnspiel auf Facebook und was sind die Voraussetzungen eines Gewinnspiels auf Facebook, was da der aktuellste Stand ist. Letzter Stand meines Wissens ist, dass man Gewinnspiele auf Facebook durchführen kann. Ansonsten, wenn man es im Blog macht, sollte man unbedingt sagen, wann beginnt ein Gewinnspiel, wann endet ein Gewinnspiel. Man sollte auch den berühmt-berüchtigten Satz, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, dazu schreiben und minimale Teilnahmebedingungen sollte man auch hinzufügen, damit man weiß, wer kann teilnehmen, was sind die Voraussetzungen der Teilnahme und wie soll das Gewinnspiel ablaufen. Wobei minimal, es gibt bei dir im Buch auch eine Verlinkung auf ein Formular, das man sich runterladen kann dann in Folge. Ja. Und da ist es dann auch zu finden. Ich habe das dann brav reinkopiert und das Ergebnis war, dass sich keiner getraut hat, mehr mitzuspielen, weil die Teilnahmebedingungen so gleich lang waren wie der Artikel selber. Da haben sie mir gesagt, Andreas, das ist mir ein Buch nicht wert. Dass sie dann irgendwelche Risiken eingehen, habe ich gesagt, du Freund, das ist deswegen schreibe es hin, damit kein Risiko eingeht. Aber ja, okay. Also ja, aber das erleben wir natürlich eben recht. Wenn man sich ganz korrekt verhalten will, dann ist das natürlich auch manchmal so ein Dealbreaker, dass die Leute sagen, boah, das will ich mir gar nicht erst durchlesen. Das ist mir zu gefährlich, ja. Das wird zu gefährlich. Insofern kann man auch manchmal einen Mittelweg gehen, der ist dann rechtlich etwas wackeliger. Aber ich weiß. Wenn ihr den Christian Solmer im Interview habt, dann kann ihr nicht einen wackeligen Rechtsweg gehen. Nein, dann, also wenn du durchschaut, wirklich die Gewinnspielbedingungen sind gleich lang wie unser Gespräch von der Länge, von der Ding her. Von der, ja. Also das ist ja auch ein, das sind die optimalen Bedingungen, die
die man verwenden kann für große Gewinnspiele. Vielleicht war das jetzt hier für dich ein bisschen overpaced. Das war overpaced für drei Bücher, ja. Aber es ist egal, so haben halt dann die Party mitgespielt und höhere Chance gehabt. Genau. Wer mitgemacht hat, für den hat es sich gelohnt, ja. Für den hat es sich gelohnt, ja. Und bei Facebook gibt es ja auch noch die Sondergeschichten. Da darfst du ja zum Beispiel nicht verlangen, dass jemand was teilt. Genau, das war das, was ich gesagt habe. Da gibt es immer wieder die neuen Facebook-Richtlinien für Gewinnspiele. Das Gewinnspiel soll nicht geteilt werden. Manchmal hieß es, die Teilnahme am Gewinnspiel darf nicht von einem Like oder einem Teilen abhängig sein. Von einem Like ist es mittlerweile erlaubt. Kann sogar sein. Aber Like und Kommentar. Die beiden Dinge sind erlaubt. Ja, und so sieht man mal, man muss sich immer über die aktuelle Lage auch des jeweiligen Dienstes hier jetzt Facebook informieren, denn das ändert sich auch ständig. Ja, ja. Und du gehst eben aus dem Weg, dass wenn du was verlost, du das direkt über deine Seite machst, oder? Ja. Oder du hast dir jetzt auch häufiger was verlost oder hast dann irgendwelche Bedingungen gestellt, die dann einfach geheißen haben, kommentieren im Video oder so, oder liken im Video. Wir haben jetzt ein paar Gewinnspiele gemacht und da das ein kurze Bedingungen dazu geschrieben, wo ich glaube, das sind die essentiellen Dinge. Da ist vielleicht nicht jede Kleinigkeit geregelt, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, beim Anwalt selber, da glaubt man vielleicht auch noch, dass das dann schon passen sollte, könnte, müsste, ja. Naja, wenn man das Set drauf hat, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann hat man schon ein relativ rundes Paket, glaube ich, mit Coaching, mit Marketingmaßnahme, also da, ja, glaube ich, kann man die gröbsten Fehler schon vermeiden.